gehen. Wir werden zum einen darüber sprechen, was macht denn DNS- oder ECM-Projekte irgendwie anders als ein DLM-Projekt. Dann werden wir darüber sprechen, wie sieht unser Konzept aus, um diese Projekte anzugehen. Und dann darf ich Ihnen abschließend noch die zwei initialen Dienstleistungspakete vorstellen, die wir geschnürt haben, um dieses Konzept auch bei Ihnen und bei allen anderen unseren Kunden umzusetzen. Was macht denn jetzt DNS- oder ECM-Projekte anders? Wenn wir uns so ein klassisches PDM, also Produktdatenmanagement-Projekt mal anschauen, welche Abteilungen sind denn da überhaupt beteiligt? Das ist zum einen natürlich immer die Entwicklung, Konstruktion, wo die CAD-Modelle, die Zeichnungen mit Verknüpfung zum Artikel vielleicht sogar schon dann entstehen. Und zum anderen häufig die Fertigung, die auf die Fertigungszeichnung zugreifen muss. Wenn wir das noch versuchen, so einigermaßen das Ganze abzugrenzen zu DLM-Projekten, dann ist eine Abteilung, die da häufig dazukommt, um einfach vielleicht über eine ERP-Kopplung automatisiert schon Artikelinformationen und Schrittlisten zu bekommen, die Abteilung Einkauf. Den krassen Gegensatz dazu sehen wir dann bei DMS- oder auch ECM-Projekten, denn da ist dann schon eine ganze Reihe mehr Abteilungen im Boot und da muss man sich Gedanken darüber machen, wie man damit umgeht. Und diese Aufzählung hier beispielhaft, die ist natürlich auch nicht abschließend. Das waren jetzt mal so die ersten, die mir so durch den Kopf schossen, als ich den Vortrag vorbereitet habe. Natürlich ist das keine abschließende Aufzählung. Wenn man dann einen zweiten Schritt, und auch das kann man natürlich tun, auch sich mal Gedanken macht, was für Dokumente spielen überhaupt eine Rolle, dann sind das bei einem klassischen PDM-Projekt häufig Einzelteile, das sind Baugruppen, Zeichnungen. Und in dem PLM-Projekt kommen dann vielleicht auch noch Stücklisten, die in den Einkauf gehen, hatte ich schon gesagt, oder auch vielleicht CAM-Daten aus der Fertigung hinzu, die in einem solchen System verwaltet werden. Auch hier bietet sich dann ein ähnliches Bild, wenn wir rüber in den Bereich DMS oder Enterprise Content Management gehen. Da spielt dann schon eine ganze Reihe an Dokumenten mehr eine Rolle. Wenn man dann versucht, das Ganze zusammenfassend irgendwo auf einen Nenner zu bringen, dann kann man eigentlich festhalten, PDM- oder PLM-Projekte beziehen sich auf einen begrenzten und klar definierten Teilbereich des Unternehmens. Wenn wir uns da auch die Gegenseite wieder anschauen, nämlich die DMS- oder ECM-Projekte, dann muss man festhalten, dass der Umfang von Dokumentenabteilungen und Prozessen dort wirklich wesentlich größer ausfällt. Und da wird es mit Überschaubarkeit schon mal schwierig, zumal die Prozesse in der Konstruktion oder Produktentwicklung häufig auch noch mit am standardisiertesten sind und wir in anderen Abteilungen andere Prozesse antreffen, die häufig auch weit unternehmensspezifischer sind und von Kunde zu Kunde stark unterschiedlich.